10, 9, 8, 7. We have a go for Made in Utah. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Space Shuttle Endeavour on a 21st century mission placing Earth. Das erste, was ich sehr genau erinnere, ist das Zünden der Haupttriebwerke. 7 Sekunden vor dem eigentlichen Abheben durchneigt sich das Shuttle. Und das spüren Sie sehr, sehr deutlich. Also ich weiß noch, wie das anfing, sich zu bewegen. Ja, das kenne ich. Und es bewegte sich immer weiter. Und dann bewegt sich das ganze Shuttle wieder zurück. Und in dem Moment, wo Sie quasi durch die Nulllage gehen, zünden die Feststoffraketen. Und da dachte ich tatsächlich, hast du noch nicht erlebt. Also das war faszinierend, wie man da praktisch weggeschleudert worden ist. Three engines on Endeavour now throttling back. SRTM steht ja für Shuttle Radar Topographie Mission und darin steckt eigentlich schon das Ganze. Mit einem Space Shuttle, an Bord eines Space Shuttles, befand sich ein Radarsystem, mit dem wir die Topographie der Erde vermessen haben. Es ging also darum, die Erde hochgenau dreidimensional zu erfassen. Und dazu ist ein sehr innovatives Radarsystem verwendet worden, ein sogenanntes Radarinterferometer. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wir hatten 2 Radaraugen, mit denen wir die Erde betrachtet haben, so wie jeder Mensch 2 Augen hat, damit er räumlich sehen kann. Mit einem können Sie nicht räumlich sehen, dazu brauchen wir 2. Unser Hirn rechnet das dann in ein dreidimensionales Bild um. Und bei uns machen das hinterher die Rechner, die die Daten analysieren. Aber 2 Radaraugen haben die Erde beobachtet und die Wissenschaftler nennen das dann ein Radarinterferometer. Ja, am Anfang ist man natürlich hochkonzentriert und auch sehr angespannt. Es muss natürlich das System mal zum Laufen gebracht werden. Ja, ein erster spannender Event war wirklich die 2 Antennen, man kann sich das wie 2 Taschenlampen vorstellen, und diese Leuchtflecken am Boden übereinander zu kriegen. Und da mussten wir in 2 Schritten dran und konnten das für unsere X-Band-Antenne schließlich auch durch elektronische Steuerung der Außenantenne übereinander legen. Ja, ich war damals 2000 am 12. Februar verantwortlich für die Datenprozessierung hier in Oberpfaffenhofen. Wir haben also sehr gespannt auf die Daten gewartet. Die wurden über einen eigenen Satellitenlink zu uns geschickt und es hat alles funktioniert. Wir hatten innerhalb weniger Stunden hatten wir das erste SRTM-Höhenmodell auf dem Bildschirm, also ein wahnsinniger Erfolg. Bei der Mission SRTM war das DLR Juniorpartner der NASA und tatsächlich haben sich da Kooperationen und ich würde schon fast sagen auch Freundschaften entwickelt, die über viele Jahre getragen haben. Bei SRTM ging es darum, möglichst in einem kurzen Zeitraum einen großen Teil der Oberfläche zu erfassen. Dazu konnten wir 11 Tage tatsächlich messen. Die 11 Tage haben sich dadurch ergeben, dass die Ressourcen des Shuttles einen längeren Flug nicht zugelassen hätten. Die Mission selber flog in einer Höhe von etwa 235 Kilometern und die Streifenbreite beim C-Band war 200 Kilometer und beim X-Band 50 Kilometer. Bei der Auswertung der Daten am Ende kommt es dann darauf an, dass alle Messstreifen nebeneinander gelegt die gesamte Erdoberfläche abdecken. Und man hat das X-Band so geschickt gelegt, dass es immer zwischen 2 C-Band-Messungen gelegen hat, für den Fall, dass es da Schwierigkeiten gibt, dass die Datenauflösung vielleicht nicht gut genug ist, hat das X-Band das auffangen können. Also es steckt sehr viel intelligentes Design in dieser Mission. Als wir diesen 60 Meter langen Mast ausgefahren hatten, war es noch eine kleine Besonderheit, der Mast 60 Meter lang, der aus der Backbordseite des Shuttle herausragt. Wenn man dann noch die Tragflächen des Shuttles dazu nimmt, dann war die längste Struktur 83 Meter lang. Das war länger als die damalige Raumstation Mir, die es noch gegeben hat. Also die größte Struktur im All, die wir jeweils geflogen haben.
Der Mast, den wir verwendet haben, war eine ganz besondere Gitterstruktur. Und ich staune heute noch, dass wir in der Lage waren oder die Ingenieure in der Lage waren, eine 60 Meter lange Struktur zusammenzufalten in einen 4 Meter langen Kanister. Dass das geht, das kann ich mir ja noch vorstellen, aber dass wir den dann wieder ausfahren können und wieder einfahren können, ist für mich nach wie vor ein Wunderwerk der Technik. SATM war der erste globale Höhendatensatz, den es gab, insbesondere in dieser Auflösung. Ein einheitlicher Datensatz, und insofern ist er auch heute noch wertvoll, ein Schnappschuss der Höhe der Erde im Jahr 2000. Wir wissen, die Erde hat einen Durchmesser von 12.700 Kilometern. Die Erdatmosphäre ist vielleicht 10 Kilometer dick. Das kann nicht viel sein. Wir können uns die Zahlen hinschreiben, also 10 Kilometer gegenüber 12.780. Aber wenn Sie das tatsächlich sehen, mich hat buchstäblich der Schlag getroffen. Ich wollte das nicht wahrhaben. Und alles Leben, das wir kennen, findet eben in dieser Lufthülle statt oder in der Wasserhülle, die halb so dick ist. Die Atmosphäre können Sie, wenn Sie von oben drauf gucken, gar nicht sehen. Sie ist einfach durchsichtig, es sei denn, es sind Wolken da. Dann weiß man, da muss was sein. Wenn man sie von der Seite sieht, da dachte ich, wenn ich jetzt falsch huste, schwebt sie weg. So dünn sieht sie tatsächlich aus. Auf unserer Mission gab es eine besondere Situation. Wenn man die Erde immer aus dem gleichen Blick fotografieren will, dann muss sie auch muss das Shuttle genau gleich ausgerichtet sein. Und durch einen Defekt dreht es sich das Shuttle beständig aus der Lage, was die Düsen des Shuttle kompensieren konnten. Und plötzlich schien die Apparatur wieder einwandfrei zu funktionieren. Was war passiert? Zu diesem Zeitpunkt saß ich auf dem Fahrradergometer und zufälligerweise habe ich durch diese Aktivität die unschöne Neigung des Aufrichtens kompensieren können. Dann ging natürlich sofort um die Welt. Ein Astronaut rettet mit seiner Muskelkraft die Mission. Das war ein kleines bisschen übertrieben, aber immerhin haben wir gelernt, dass man das tatsächlich kompensieren kann. 25 Jahre SRTM, da bin ich stolz darauf, weil wir tatsächlich die erste Mission gewesen sind, die die Erde neu vermessen haben, hochauflösend, ein sogenanntes digitales Elevation Model gemacht haben. Damit alles das, was man bis dahin gelernt hat, quasi zusammengefasst hat, nachgewiesen hat, das können wir. Aber das Ergebnis alleine für sich wäre schön gewesen, aber nicht das, was im Grunde genommen das Befriedigende ist. Das Befriedigende für mich an einer Sache ist immer die, wenn man sieht, was daraus wächst. Die SRTM-Mission hat im Rückblick die große Bedeutung für das DLR, dass damit bewiesen wurde, dass die Radarinterferometrie für digitale Höhenmodelle sehr gut funktioniert. Und das war der Grundstein für die Tandem-X-Mission, die wir später entwickelt haben. Mit Tandem-X haben wir auch wieder zwei große Satelliten im Orbit, die hervorragend funktionieren, die uns ein deutlich besseres Höhenmodell geliefert haben. Aber es kommen auch immer mehr Radarmissionen, die eben beispielsweise einen großen Satelliten als Beleuchter nehmen. Und die Idee ist dann, dass man mit kleinen Satelliten hinterherfliegt und damit auch an der Auflösung ein bisschen spielen kann. Wir müssen auf jeden Fall da dranbleiben und weiter in diese Richtung entwickeln. Ich sehe heute vier große Herausforderungen für die Fernerkundung. Zum einen höhere Auflösung, zum zweiten mehr Fläche aufnehmen, zum dritten häufiger aufnehmen und viertens die Daten intelligent auswerten. Das DLR mit all seinen Instituten, kann man sicher mit Fug und Recht behaupten, ist führend im Bereich der Fernerkundung. Wir haben das Institut für Radartechnik, wir haben die Methodik der Fernerkundung, wir haben das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum, wir haben die Physik der Atmosphäre. Das sind alles Institute, die sich in irgendeiner Weise mit dem Bereich
Fernerkundung, Erdbeobachtung beschäftigen und da eine herausragende Expertise haben. Das ist etwas, da können wir sicherlich sehr stolz drauf sein, das sind wir auch. Und wir sind auch gern gesehener Partner von anderen Ländern oder für andere Missionen. Das ist etwas, das gilt es auch zu halten und das werden wir auch halten. Dieses Höhenmodell war über lange Jahre, bis vor wenigen Jahren, war der wichtigste Fernerkundungsdatensatz überhaupt. Eine Botschaft, die man durchaus verknüpfen kann, ist, es lohnt sich, in den Weltraum zu gehen, um eine Übung. Ich habe gesagt, es lohnt sich, in den Weltraum zu gehen, und das sehe ich heute noch immer so. Der Mensch im Weltraum, die astronautische Raumfahrt, hat tatsächlich unser Handlungsspektrum, ich sage etwas lapidar, unseren Werkzeugkasten für das, was wir tun können, um ein Vielfaches erweitert. Und wenn man sich zurückerinnert in den Anfangsjahren der Raumfahrt, ging es darum, Menschen in eine Umlaufbahn zu schicken und lebend wieder zurückzubringen. Ich zitiere John Young, der mir gesagt hat, "We didn't know what we were doing." Wir wussten nicht, was wir da taten. Das war eine komplett andere Raumfahrt als die, die wir heute tun. Und diese Optionen, dass wir den Menschen für Dinge einsetzen können, um Fragen hier unten auf der Erde zu lösen, die uns als Menschen betreffen, die sollten wir nicht nur bewahren, sondern auch weiter ausbauen. Meine Botschaft nicht nur an die Kinder, sondern auch an die Erwachsenen, bewahrt die Träume.